Das Gedächtnis und das Lernen. Wenn wir das Konsumentenverhalten tiefergehend verstehen und auch analysieren wollen, dann führt letztendlich kein Weg daran vorbei, dass wir uns mit den kognitiven Aspekten des menschlichen Verhaltens beschäftigen. Der Grund hierfür ist, dass unser Verhalten einerseits von erheblich bedingten als auch von erlernten Faktoren abhängt. Der Informationsverarbeitungsprozess kann hierbei durch verschiedene Mehrspeichermodelle dargestellt werden, wobei im Regelfall das modale Gedächtnismodell zum Einsatz kommt. Sehen wir uns die einzelnen Phasen bzw. Schritte des modalen Gedächtnismodells etwas genauer an. Zuerst finden wir mal Umweltreize. Die Informationen aus diesen Umweltreizen werden durch die Reizaufnahme in den sensorischen Speicher weitergeleitet. Diese Informationen werden im sensorischen Speicher jedoch nur wenige Millisekunden gespeichert. Durch die Wahrnehmung gelangen diese Informationen dann in unseren Arbeitsspeicher und ausgehend von diesem Arbeitsspeicher wird unser Verhalten ausgelöst. Die Informationen können dann aber in weiterer Folge durch das Lernen vom Arbeitsspeicher bzw. Kurzzeitspeicher in unseren Langzeitspeicher weitergeleitet werden. Und dort im Zusammenhang mit dem Langzeitspeicher kann dann von einer durchaus lebenslangen Speicherung gesprochen werden, wobei gemäß der Vergessenskurve nach Ebbinghaus hier diese Aussage etwas relativiert werden muss, da eine korrekte Wiedergabe nach geraumer Zeit nicht mehr zu 100% möglich ist. Und je länger die Dauer ist, umso geringer wird die korrekte Wiedergabe der gespeicherten Informationen. Und diese Informationen im Langzeitspeicher können dann wieder abgerufen werden und gelangen dann vom Langzeitgedächtnis wieder zurück in den Arbeitsspeicher und können dort gegebenenfalls wieder unser Verhalten beeinflussen. Ja, so viel einmal im Kurzen das modale Gedächtnismodell dargestellt. Gehen wir nun noch weiter zum Lernen bzw. zu den unterschiedlichen Lerntheorien, welche wir kennen. Ich habe Ihnen hier 5 Lerntheorien mitgebracht. Einerseits einmal die Theorie des verbalen Lernens, die Theorie des bildlichen Lernens, die behavioristische Lerntheorie, die kognitive Lerntheorie und die komplexen Theorien. Im Zusammenhang mit der Theorie des verbalen Lernens spricht man vom Lernen durch gesprochene und schriftliche Instruktionen. Im Rahmen der Theorie des bildlichen Lernens, hier erfolgt das Lernen über innere und äußere Bilder. Die kognitive Lerntheorie definiert das Lernen als einen Prozess, der von innen gesteuert wird und sich in Aufnahme, Kodierung, Speicherung und Abruf untergliedert. Die komplexen Theorien vereinbaren dann in weiterer Folge die verschiedenen Aspekte der elementaren Theorien und zu guter Letzt kennen wir eben noch die behavioristische Lerntheorie und diese kann wiederum unterteilt werden in die klassische Konditionierung und in die instrumentelle Konditionierung. Bei der klassischen Konditionierung basiert das Lernen auf angeborenen und willkürlichen Reflexen. Das bedeutet, dass mit Hilfe von erlernten Verhaltensweisen eine kurzfristige und flexible Anpassung an die Umwelt möglich ist. Und die instrumentelle Konditionierung besagt, dass das Lernen aus den Konsequenzen des erlebten Verhaltens entsteht. Das bedeutet, Individuen werden das Verhalten wiederholen, wofür sie belohnt wurden, und das Verhalten vermeiden, wofür sie bestraft wurden.